Ja, moin, sind meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einem weiteren Red Dead Redemption 2 Video auf meinem Kanal Matze. Und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und ich habe eine kleine schlechte Nachricht. Und zwar wollte ich eigentlich eben gerade noch, hier waren ja relativ viele Leichen. Ich wollte alle Leichen ausrauben und dann wollte ich... Anfang der Folge wollte ich eigentlich alle Leichen ausrauben und let's go. Und weil ich aber am Ende der letzten Folge dann halt wegen Verabschiedung und so weiter und so fort so viel Zeit verbraten habe, kam dann die Polizei und ich sag mal so, das Ganze konnte nicht so schön enden. Oder hat nicht schön für mich geendet. Und was soll ich sagen? Hat mich mal wieder 20, 30 Dollar gekostet. Die haben mich über den Haufen geballert. Und ich habe ein noch höheres Kopfgeld jetzt, weil ich noch ein, zwei Polizisten getötet habe oder so. Das wollte ich ja sowieso, habe ich letzte Folge schon angekündigt gehabt. Daraufhin habe ich erstmal nachgeguckt, wie ich erstens das Kopfgeld entfernen kann. Und dann bin ich auf einen Bericht gestoßen, wo ich halt noch ein bisschen mehr über das Kopfgeld gelesen habe. Also, Kopfgeld kann man, wenn man es loswerden will, selber auch bezahlen, theoretisch, in der Stadt. Und also in der Stadt, wo man das Kopfgeld hat. Man hat ja in jeder Stadt ein eigenes Kopfgeld, in der einen mehr und in der anderen weniger. Ist bei mir auch der Fall. Hier habe ich schon irgendwie sau viel, 280 schon. Und selbst in Valentine habe ich nur 28, obwohl wir da schon viel mehr unterwegs waren. Das kann man, aber 280 Dollar, Leute, da bin ich ja blank danach. Das heißt, man muss im Endeffekt jetzt damit leben. Was ich jetzt noch als Tipps gelesen habe, ist, man kann sich, bevor man etwas macht, einen Raubüberfall oder sonst was, kann man sich maskieren. Das ist relativ klug, denn dann wird man nicht so gut erkannt. Und wenn man nicht so gut erkannt wird, steigt das Kopfgeld auch nicht so extrem, weil man im Endeffekt in der Regel nicht wirklich gut verraten werden kann. So, da muss man nur dran denken. Und man sollte grundsätzlich, wenn Bullen aufkreuzen, nicht mit denen kämpfen. Man sollte nicht mit denen kämpfen, man sollte sie nicht erschießen, man sollte dem Ganzen aus dem Weg gehen. Allgemein, wenn man jemanden umgebracht hat, auch wenn es aus Versehen war oder sonst was, lieber sich von der Zone entfernen, sodass man keine Augenzeugen hat, die einen sehen. So, das haben wir dazugelernt. Das wollte ich jetzt nur mal zum Start euch kundtun, damit ihr vielleicht auch, wenn ihr selber das Spiel spielt, ihr Bescheid wisst, wie der Hase läuft, worauf zu achten ist und ihr vielleicht nicht so dieselben Fehler macht, wie ich sie hier in diesem Fall gemacht habe. So, jetzt machen wir weiter. Und wie ich das sehe, gibt es hier in der Nähe eigentlich keine Mission mehr zu erledigen. Das heißt, wir gehen jetzt hier zurück. Das müsste, glaube ich, das Lager sein. John möchte mit dir sprechen. Jo. Gehen wir dahin. Was anderes haben wir jetzt eh gerade nicht zu erledigen. Und ich will gerade mal was gucken. Ich wollte mal was ausprobieren. Und zwar, ich könnte theoretisch... Da ist da ein... Hier ist die Postmeisterei. Da kann man wohl sein Kopfgeld bezahlen. Postmeisterei. Da kann man sein Kopfgeld bezahlen. So habe ich es, glaube ich, gerade gelesen. Müsste die Postmeisterei sein. Kopfgeldjagd. Uncle hat erwähnt, dass es beim Sheriff in Valentine Kopfgeld ergeben könnte. Okay. Ja. Sehr gut. Schön und gut. Vielleicht sollte ich das echt mal machen. Vielleicht sollte ich selber echt noch ein paar Köpfe Kopfgeldjäger mir vorknöpfen. Beziehungsweise ein paar Kopfgelder einsacken. Das könnte sich ja anscheinend richtig lohnen und ich gehe auch davon aus, dass man da sicherlich den einen oder anderen sich holen kann, der richtig was bringt. Wobei, ich kann mit Geld im Endeffekt jetzt bisher eh nicht wirklich was anfangen. Bloß ich sehe es auch nicht ein, mein komplettes Geld fürs Kopfgeld hier drauf zu, rauszuhauen. Nur damit das weg ist. Vor allem weiß ich ja nicht, wie lange ich hier in dem Bereich rumtobe, dass mich das was juckt. Wobei ich auch hier Besuch, tot oder lebendig, Blackwater, da kommen wir ja her ursprünglich, da sind wir, nicht so sehr erwünscht. Da können wir uns eigentlich gar nicht rumtreiben. Ich will mal nochmal rauszoomen, ob man so ein bisschen die Größe der Map wahrnehmen kann. Ja, ist auf jeden Fall ordentlich, ne? Also man sieht schon, vor allem, wie viel wir allein in diesem kleinen Bereich, den wir jetzt aufgedeckt haben, schon zu tun hatten.
Das ist schon mächtig. Ist schon mächtig, Leute. Ist schon sehr, 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 sehr mächtig. Wir werden noch viel zu tun haben, Leute. 16, was haben wir? 16,6% gerade mal erledigt. Was ich halt überlegt hatte, ist, ob man nicht hier irgendwie mit der Bahn fahren kann. Aber ich sehe hier keine Station. Die Bahn fährt zwar hier lang, hier irgendwie die Station nicht. Ach doch, hier, da ist eine Station, da ist eine Station. Ich könnte theoretisch von der Station zu der Station fahren. Die Frage ist, lohnt sich das? Man kann es ja mal ausprobieren, oder? Die Frage ist auch, wie teuer ist das? Probier es einfach mal aus. Ich denke, das ist so ein Ding, das sollte man zumindest mal austesten, ob sich sowas lohnt. Und überhaupt, ob das überhaupt machbar ist, wie teuer das ist. Das testen wir jetzt einfach mal aus in dieser Folge. Ich glaube, das könnte nämlich grundsätzlich relativ nützlich sein. Die Frage ist, wenn ich da jetzt hinfahre auch, ist unser Pferd dann auch dort drüben? Oder habe ich dann das Problem, dass ich zu Fuß weiterlaufen muss? Was natürlich ziemlich belastend wäre. Aber das werden wir ja gleich sehen. Was ich am allermeisten an dem Game mag, ist die Grafik. Ohne Scheiß. Die Grafik ist so nice. Nein! Puh. Oh Gott. Ein Glück. Ich habe unser Pferd nicht getötet. Dachte gerade, ehrlich gesagt, ich habe es getötet, aber... Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Alter Schwede. Ich dachte, das Pferd bremst von alleine so ein bisschen ab, weil gerade so in häuslichen Gebieten und so weiter, da bremst das normalerweise selbst. Was verzeihen Sie? What the hell are you doing? Yeah, that's it. Just walk it off and get a drink. Versuch mal hier reinzugehen. Back again? It's my friendly face, isn't it? Warten, zielen. Kopfgeld bezahlen. Guck, hier könnte ich jetzt mein Kopfgeld bezahlen. Zugfahrkarten. Rhodes. Valentine. Warte mal kurz. The Flatneck Station. Müssen wir. The Flatneck Station. Probier nochmal mein Glück. Oh, kann man gar nicht. Nö. Oh, geil. Gut. Na dann. War nett mit dir zu reden. So. Unser Pferd ist wieder einmal rumscheißen. Schade. Wäre ja mal was gewesen. Hätte ich jetzt nicht schlecht gefunden. Wenn wir da einfach mal ein ganzes Stück uns hätten sparen können. Aber dann nicht. Dann nicht. Dann kriegt sie halt auch kein Geld von mir, Freunde. So, dann reiten wir mal weiter. Machen wir es halt so. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir mit dem Zug jetzt eh nicht schneller werden. Allein mit dem Umweg, dann kaufst du ein Bahnticket, dann fährst du. Gut, es kann sein, dass so ein Timeskip kommt, glaube ich, wenn du fährst. Aber grundsätzlich umständlich. Anstatt man einfach reitet, lohnt es sich. Also in diesem Fall zumindest lohnt es sich nicht wirklich dolle. Ich glaube, in anderen Fällen, wenn man jetzt wirklich einen weiteren Weg vor sich hat, lohnt es sich schon. Aber das ist ja eigentlich von Dorf zu Dorf. Wir sind ja nur ein Dorf weiter. Ei. Ei, ei, ei. Da ist wieder ein Fragezeichen. Egal. Wir gehen auf die Main Quests, Leute. Wir gehen wirklich auf die Main Quests. Nicht auf irgendwelche
Sidequests. Wichtiger. Da könnten wir jetzt auch schon wieder irgendeinen Sidequesten. Aber ich habe gar keine Lust wirklich auf diese Sidequest. Ich habe ja schon öfter gesagt, ich will die Storyline, die Hauptstoryline durchspielen. Wenn man den ganzen Sidequest-Kram macht, dann lenkt das auch nur von der Hauptstory ab. Und es bringt inhaltlich meistens nicht wirklich viel. Also nichts, was man vermissen würde, wenn man es nicht wüsste. So, wir sind fast bei unserem Lager. Da sind wir. Hä? Wo ist der Punkt hin, zu dem wir wollten? Sean is back. And don't you worry, Miss Grimshaw, y'all crone. I'll keep them girls in line. Oh, Arthur. You seem in a good mood. I am, son. I am. Let's have some fun. Tonight. Let's enjoy ourselves. Are we having a party? Maybe. Just a little one. Great. McGuire's back. Mr. McGuire, and don't worry about nothing, Mrs. Grimshaw. So come on. We'll have this camp have running camp like clockwork. I love you bastards. Have fun. Have lots of fun. Oh. Can we drink now, please? Let's drink. Jetzt gibt's eine kleine Party. Die Bande feiert Seans sichere Rückkehr und ist deswegen vorübergehend nicht für andere Aktivitäten bereit. Wie er das Holz darauf geschmissen hat. In our time, they've discovered a wire you can talk down to speak to people you wanted to avoid so much you moved to a different town to escape them. Die wird ja nur rum. Hier passiert ja nicht wirklich was. Ich dachte, hier passiert irgendwas Sinnvolles. Sing auch mal ein bisschen. Der ist schon wieder so müde, dass er gleich wegpennt. Ich glaube, ich lege mich lieber hin. Ich glaube, ich gehe mal in mein Lager. In mein Schlaflager. Und lege mich hin. Aktuell können wir anscheinend eh keine Mission machen. Wegen der Feier. Von dem her. Und der scheint echt K.O. zu sein, der Boy. Perfekt. Wir können auch unsere Mission da hinten machen. Die wir eigentlich vorhin schon machen wollten. Starten wollten. Hey
Arthur! What do you want? Uncle told me something about a train. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of the state border. Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure. But what if we could force a train to stop? Well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant. For you. That is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. Perfekt. Dann gibt's auch endlich mal wieder ein bisschen Kohle, weil zuletzt die ganzen Sachen, die wir so zuletzt gemacht haben, boah, da war echt nicht viel Kohle zu holen. Das hat mir nicht gut gefallen. Da geht mehr auf jeden Fall. So, dann wollen wir mal eben zu unser Pferd holen. Und dann holen wir mal den Wagen. Dieses Pferd gehört Lenny und kann zurzeit nicht bestiegen werden. Ist das mein Pferd? Ja, wo ist mein Pferd? Sehen alle gleich aus. Oh, das scheint mein Pferd zu sein. Ich weiß auch gar nicht, wo mein anderes Pferd hin ist, was ich ganz am Anfang hatte. Ist auf einmal weg. Ist auf einmal verschollen. So. Da, warum sind da eigentlich zwei Spots? Das hier? Micah Bell. Hä? Da, den. Mike hatte ich gebeten, dich mit ihm in seinem Lager in der Nähe von Strawberry zu treffen. Wir waren von Cornwall. Beides derselbe Spot irgendwie. Komisch. Also nicht sehr weit weg. Das schaffen wir bestimmt noch in dieser Folge. Eben das Ganze zu besorgen. Ich höre euch irgendwann. Irgendwann reite ich nochmal über die Gleise und werde direkt von dem Zug mitgenommen. Einfach nur, weil ich nicht nach rechts und nach links gucke. Leute, nehmt euch kein Beispiel an mir, wenn ihr über die Straße geht, über Bahnübergänge geht, Leute. Guckt nach links und nach rechts. Das hier ist echt nicht vorbildlich. Aber das Ding ist, es ist nur ein Spiel. Wenn ich hier einmal überfahren werde, verliere ich vielleicht ein bisschen Kohle und das war's. Im echten Leben war's das komplett. Aber komplett. Ich glaube, ich bin schon fast da, ne? Ja. Ich glaube, da vorne ist es schon. Fast können wir fast durchreiten im Sprint. Okay, ich brauche eigentlich kein Fleisch. Los mit denen. Wollen die mich angreifen? Die etwa unerwünscht oder was?
Okay. Hauptsache, mein Pferd steht da drin. Ich frage mich gerade, ob ich da auch rein kann, ohne... Also ob ich das auch schaffen kann, ohne drauf zu gehen. Okay, den hier vorne. Kann ich nicht nehmen. Muss unbedingt eine Menge auf die Eier. Ne, das ist nicht. Weiß irgendwie nicht mehr. Wie ich irgendwo in Deckung gehen kann. Was haben wir hier? Protokoll. Ah, okay. Ah, okay, jetzt habe ich's. Make your peace. You're dead. Okay. Komm mal her, Pferd. Ja, es war wieder so klar. Es war wieder so klar. Echt. Ohne Flachs. Und jetzt verliere ich wieder $20 wahrscheinlich. Meine Fresse. Ich weiß nicht mal, warum die mich auf einmal angegriffen haben. Ich habe doch gar nichts gemacht. Nichts. Gar nichts. Außer, dass ich aus Versehen geschossen habe. Einmal. Ja, werdet ihr noch dreister. Warte mal kurz. Nimm mir doch noch mehr Geld weg. Grundlos. 40. 40. Wo ist der letzte Checkpoint? Perfekt. Geil. Ja, Mann. Da gehe ich lieber wieder von dem letzten Speicherpunkt an. Weil da muss man manchmal auch gucken, weil $40 ist eine Menge Holz. Ich habe durch die letzten ganzen Aufgaben nicht mal $40 pro Mission verdient. Und das sehe ich nicht ein. So, da gehe ich lieber wieder hier hin. Und dann, wo bin ich? Bin ich gelandet? Warum sehe ich denn die Wagen nicht mehr? Hä? Warum werden mir denn die Wagen nicht mehr angezeigt? Die ich doch eigentlich holen sollte. Ah, doch, jetzt wird's wieder angezeigt. Perfekt. Und das ist echt nicht weit, glaube ich. Da kann ich so straight wieder hinreiten. Gut, ich muss wieder den kompletten Weg fast reiten, aber gut. Das sind 2 Minuten oder so. Das ist zu verkraften. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal wieder eine Pause dann. Und ich muss mir in der nächsten Folge mal einfallen lassen, wie ich die da besiege. Es ist echt hardcore, wie schwierig das oder viele Dinge hier in dem Game sind, ey. Wenn du nicht aufpasst, zack, bist du tot.
Wie viele da alleine eben auf mich losgegangen sind. Ich glaube, ich werde auch gleich versuchen. Ich reite einfach mit dem Pferd rein. Oh. Habe ich eben gerade was totgeritten? Oh, was ist das denn? Ein kleiner Vogel. Jawohl. Naja, auf jeden Fall machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Und bis dahin, Leute, bleibt stabil, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, aktiviert die Glocke. Und um 15 Uhr kommt jeden Tag eine Folge Red Dead Redemption 2. Bis dahin, Leute, bleibt stabil, haut da rein und bis dann. Ciao. Let's go, boy.